Hallo und willkommen bei dem heutigen Thema Kind, Karriere oder alles beide. Ist das möglich oder ist das nicht möglich? Ich kann es nicht sagen. Ich muss mich immer ab und zu ein bisschen bewegen, weil ich das Kind quasi gerade in meinem Tragetuch drin habe und ich mag es nicht still zu stehen. Wer sein Kind selber trägt, der kann davon ein Lied singen. Ja, zum Thema zurück. Man muss sich entscheiden, Kind, Karriere oder alles beide. Wer nicht großartig belastbar ist, sollte ja Schritt für Schritt gehen. Sich entscheiden. Entweder Kind als erstes oder Karriere. Wer als erstes die Karriere nimmt, sollte nicht so lange später mit dem Kind warten. Der Grund ist einfach dafür, wer dann mit 35 ein Kind bekommt, ist das Risiko einfach höher, dass es einfach krank ist, eine Beeinträchtigung bekommt oder irgendwelche Allergien bekommt. Ist so. Umso älter man wird, umso angeschlagen ist auch der Genpool. Kann jeder Arzt bestätigen. Ja, allerdings hat man sich dann erstmal eine Karriere aufgebaut und ein festes Einkommen und kann das Kind quasi gut versorgen. Man sollte wirklich nur nicht warten, bis man wirklich alt und grau ist. Wenn als erstes das Kind bekommt und dann die Karriere. Ja, was soll ich dazu sagen? Die ersten Jahre opfert man sich quasi. Man ist immer nur da, Tag und Nacht, 24 Stunden. Also wenn man ein Kind hat, braucht man eigentlich keine Arbeit. Man hat einen Fulltime-Job. Der 24-Stunden-Tag fühlt sich an wie ein 48-Stunden-Tag auf der Baustelle. Man ist nur am Rennen, man ist nur am Machen und Tun. Man mu muss permanent die Augen aufhalten, dass sich das Kind nicht ständig irgendwelche Sachen ins Auge piekst, dass es nicht irgendwelche Teller aus dem Schrank rausnimmt, dass es nicht mit dem Messer russisch Roulette spielt. Also Kinder sind ja für jede Überraschung da. Allerdings, wer danach die Karriere einschlagen will, ja, schwierig. Da muss sich dann entscheiden, welchen Weg er geht, welcher Weg auch familienfreundlich ist, welche Firma familienfreundlich ist. Ob das mit der Schule gesichert ist, ob das mit der gesundheitlichen Lage des Kindes ja, passt. Da gibt es so viele Faktoren, wenn man erst das Kind und dann die Karriere. Es ist aber möglich, wenn man für sich den besten Weg nimmt. Ja, also man kann gegen beides nicht sagen, erst Karriere, dann das Kind oder erst das Kind, dann die Karriere. Wie gesagt, bei der Karriere nicht so lange warten auf das Kind, weil umso älter man wird, umso mehr das Risiko, dass das Kind nicht so ganz gesund ist. Oder eventuell, leider ist auch so, man wünscht sich dann ein Kind, wenn man älter ist. Wenn man merkt, das Rad der Zeit läuft irgendwie an einem vorbei. Aber wenn man älter ist, ist die Chance höher, dass man Zwillinge bekommt. Und dann hat man zwei Kinder. Stelle man sich vor. Damit hat man dann nicht gerechnet. Gut, man hat dann auf jeden Fall Arbeit. Man braucht eigentlich ja nicht mehr zur Arbeit gehen, weil man ist dann erstmal total ausgelastet. Doppelt und doppelt. Aber es macht auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Aber ehrlich gesagt, dieser ganze Horror, nachts aufstehen, füttern, Windeln, alles Mögliche machen, alles vorbereiten, das Kind bespaßen und hier und da und ach, was andere immer so sagen, oh, ist das schrecklich, nee, da tue ich mir nicht freiwillig an. Wenn man das Lachen des Kindes sieht, was sich natürlich sehr freut in der Situation, weil man als das Kind merkt, dass man für einen da ist, dass man es liebt, dass man mit ihm spielt und mit ihr. Ja, wenn man dann das Grinsen, Lachen und diese Zuneigung fühlt und sieht und hört, dann ist eigentlich der ganze Stress in dem Moment verflogen. Ja. Kind, Karriere gleichzeitig. Muss man sich wirklich sehr gut überlegen. Ist man wirklich so stark belastbar, dass man das kann? Schafft man das wirklich? Ja, es ist wirklich sehr schwierig. Ich kann dazu nicht mehr sagen, weil Kind und Karriere gleichzeitig, das ist ein
Das ist, wenn du drei Jobs gleichzeitig machst. Du machst deinen Job, du machst die Karriere, kümmerst dich um dich selber und kümmerst dich um ein Kind. Eigentlich ist Schlafen dann abgesagt. Du bist nur noch am Machen und Tun. In dem Moment, ja, bist du eigentlich permanent am Altern. Aber auch irgendwann ist das vorbei und dann hat man noch das geschafft. Und dann ist man froh, dass man das hinter sich hat. Aber Kind und Karriere gleichzeitig sollte man sich stark überlegen, ob man das überhaupt schafft und machen kann. Ja. Müsst ihr euch quasi selbst überlegen, wie ihr es machen wollt. Wenn ihr ein Kind haben wollt und noch jung seid, macht ihr erst die Ausbildung richtig zu Ende, wäre sinnvoll. Macht dann erstmal eine Arbeit richtig. Arbeitet euch einigermaßen hoch, holt euch Qualifikation und dann ein Kind. Aber wie gesagt, wartet nicht unbedingt, bis ihr unbedingt 35 seid, weil dann ist irgendwann auch der Ofen aus. Weil dann kann es auch passieren, dass ihr gar nicht mehr schwanger werden könnt. Sowas gibt es auch. Oder als andere. Auf jeden Fall ein Kind zu haben, der Spaß mit dem Kind, es lohnt sich, auch wenn es knochenharte Arbeit ist, es gesund zu, ja, groß zu ziehen. Aber ich würde es ehrlich gesagt nicht missen. Ich würde auch meine Tochter nicht eintauschen. Auch wenn sie manchmal, auch wenn man manchmal nicht weiß, was sie eigentlich möchte. Und man eigentlich permanent nur beraten ist. Ja, das war es zum Thema Kind, Karriere oder beides. Ja, wenn euch was dazu einfällt, schreibt doch mal das in die Kommentare. Legt es mir doch einfach mal rein. Ich würde mich freuen, mal eure Erfahrungen zu hören. Vielleicht als Eltern oder Nicht-Eltern. Mich würde das wirklich sehr freuen. Und abonniert meinen Kanal. Bye, bye.